der letzten Episode. Oh oh. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen. Wie in Kampf eingetreten. Von wem? Ich weiß es nicht mal. Also heute ist echt der Wurm drin. Das kann man nicht anders sagen. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Generation Zero in der Folge 25. Ja, wir sind in der letzten Folge hier über den Flughafen und unter dem Flughafen. Wir haben die Mission im Blindflug abgeschlossen und haben ein Level gewonnen. Den habe ich in der letzten Folge noch nicht vergeben. Den einen Punkt und Waffenrückstoß. Ja, ich würde halt gerne das Waffenschwanken. Automatikfeuer, das ist natürlich auch ein super Perk. Also wir müssen halt hier runter erstmal. Wir holen uns aber nicht den Scharfschützen, weil wir bleiben auf der Vorhut in diesem Durchgang sozusagen. Ja, okay, gut. Ich bin leider auf N gekommen und ich habe... wir haben tatsächlich halb... Toll. Gut. Hohlspitze verschossen. und zwar, hier gibt es die Mission von Maschinen und Menschen. Also wir waren doch schon über Bigor. Okay, wollte gerade sagen, ansonsten, wir waren auch nicht in über Bigor, aber das waren wir dann schon. Okay. Das heißt, wir könnten entweder von Orsö ran oder von, naja, vom Mulwatzberge, das ist eigentlich schon ein bisschen weit weg. Ja, wir haben hier ein Vierer-Ochse, hier ein Vierer-Ochse. Also hier ist wieder große Feldbestellung angesagt. Und aus Gewichtsgründen lasse ich jetzt die Klauke mal da. Das sind ja doch 10 Kilometer Munition. Okay, das heißt, wir brauchen eine Mission. Das ist eine Nebenmission. Suche den Konvoi mit der geheimen Fracht. Ich spiele das jetzt nicht nochmal, wobei. So viel ist es nicht. Det här är Rektrum 2-4 från Minken. Kom. Vi närmar oss flygbasområdet från söder. Passerade precis över Bygård. Beräknad ankomsttid 10 minuter. Vi transporterar nedkämpat FI och... Ja, det är någon som måste kolla på det här. Vi har lufttransport omgående. Vi måste ta den här jäveln till Stockholm. Kom. Ja. Dies war die Ansage dazu. Die haben halt einen Feind dabei. So ist es halt. Ja, wir hatten für die AI-76 eigentlich, wieso ist das Arneröd? 600 Schuss gemacht, aber die hat beim Luft verschossen. Also das reicht hin und vorne nicht. Ja, wo ist das schon? Ist das jetzt wieder der? Nö, ist er nicht. Der Rivalen Harvester. Naja, gut. Ja, mit dem. Wir sind jetzt auf Level 19, wenn mich nicht alles täuscht, richtig? Genau. Und natürlich kam mal wieder die Ansage, sie ist von Spielern, die anscheinend mit dem Level 31 nicht so wirklich zufrieden sind. Ich meine, man kann sich das überlegen, ob einem das ausreicht oder nicht. Das ist ja erstmal jedem seins sozusagen. Es gibt aber immer noch die Frage nach. Kommt immer mal wieder gerne auf Level 87. Ja, wenn du alle Perks vergeben könntest, müsstest du auf Level 87 kommen. Ja, das klingt jetzt nicht so sinnvoll. Ja, genau. So funktioniert das. So schießt man als Scharfschütze. Na, fick doch die Henne. Der Hunter ist nur auf grün, echt.
Ja. Aber jetzt hat der Hunter das kapiert, echt. Also, Herr Medikit, brauchen wir eines? Hä? Wieso leuchtet das hier? Ach, weil er da oben ist. Deswegen ist doch klar. Ja, ich bin mir ja nicht so sicher, ob das wirklich so viel Sinn macht. Level 87. Ich glaube, das würde das Spiel ziemlich kaputt machen, wenn du sagst, ne, du kannst alle Punkte bekommen. Natürlich, ist doch klar. Auf jeden Fall. Dann hast du alle Spezialisierungen, die du natürlich nicht alle brauchst. Du hast, wenn du Solo spielst, auf einmal alle... Naja, der Mond geht unter. Alle Perks, die halt für Multiplayer eher interessant sind. Also... Nur weil was theoretisch möglich ist, heißt das ja nicht, dass man das unbedingt so dann auch machen muss. Ein Bürstenschnitt. Nee, danke. Ach, das 16er in Blau haben wir ja lustigerweise schon. Das haben wir nämlich tatsächlich mit dem Panzerwehrensgewehr bekommen aus dem Lufthafen sozusagen, aus dem Flughafen. Eines der zwei Waffen, die dort lagen. Ja, genau. Schön feststecken. Hab ich dich? Dich hab ich, okay. Ah ja. Das ist die Maschine. Sie sind überall eroberte Maschine Z, mehr lesen. Einer der ersten Runner, der aktiviert wurde und das Militär in der Nähe des Kommandobunkers Minken auf der Halbinsel Hisinger-Näset angegriffen hat, möglicherweise kurz nach der allgemeinen Bereitschaftswarnung. Er wurde erfolgreich vom Militär gefangen genommen und unversehrt neutralisiert. Während des Transports zu einem Militärflugplatz für die Extraktion wurde der Konvoi der Entbeförderte angegriffen und zerstört. Was? Einer der ersten Runner, der aktiviert wurde und das Militär auf der Halbinsel angegriffen hat, möglicherweise kurz... Das ist doch nur ein Nebensatz. Okay. Na gut, den Rest denken wir uns einfach. Weil die Klauke wird natürlich bestimmt Gold sein. Bin ich mir relativ sicher, dass das eine goldene Klauke ist. Naja. Hey Junge, brauchst du noch eine Klauke? Okay. Da ist auch wieder eine Waffe. Ist das nicht ein AG-5? Ich glaube. Genau. Das haben wir aber mindestens in Grö selber schon. Also von daher, da muss ich dies nicht nochmal mitnehmen. Achso, das war der Klaukenjunge. Dann gib mir halt nur das. Es ist schon wieder neblig, echt? Was ist das? Ein Hunter. Ja, da müsste man eigentlich auch mal hin, da oben. Mach mal den Wegpunkt dorthin, dass man das mal sieht. Weiß nicht, was das ist. Und das ist eh noch ein Stückchen weiter, als der Hunter ist. Also es ist ein Prototyp, ach so. Da haut er sofort ab. Ja, genau. Ja, hey. Nee, danke. Ja, das ist halt genau das, was ich ja vor ein paar Folgen schon mal gesagt habe. Die Atwad wird halt von Huntern gespawnt.
Und die Sternchen richten sich, also die Krönchen richten sich halt nach der Klasse. Und das war jetzt Prototyp, das heißt, er hatte ein oder zwei Krönchen. Na, was willst du da machen? Naja, die Rana da drüben. Ja, also ernsthaft, Level 87, das ist total dämlich. Dass man da alle Perks drauf geben kann. Das einzige Problem, was das ganze System ja letzten Endes hat, ist ja einfach nur, dass nirgendwo kommuniziert wird, Achtung, Level 31 ist Maximum. Das hast du halt erst, wenn du da mal warst. Dann weißt du, ach Gott, ich kann jetzt gar nicht mehr weiter. Was mache ich denn jetzt? Habe ich ja völlig falsch gelevelt. Und ich kann das ja schon ein bisschen nachvollziehen, weil ich bin ja selber auch jemand, der nicht unbedingt immer gleich die allernützlichsten Perks auswählt. Ich weiß auch nicht, wieso. Die nützlicheren für später aufhebt. Das wäre eigentlich so das, wo man sagt, okay, Level 31 ist das Maximum und fertig. Ja, die rennen gerade da durch. Das ist ein Runner? Ne, das ist kein Runner. Das ist ein Runner. Ja, okay. So wird das eher nichts. Ich dachte, ich höre irgendwo noch einen Sucher. Ja, man hört sie mehr, als dass man sie sieht. Ist nur noch mehr zu sehen. Toll, die rennen immer hinterm Panzer lang. Naja, heute will es nicht sitzen. Überhaupt nicht. Ach, das ist ein Tick. Deswegen ist das kein Runner, weil es ein Tick ist. Lilla Swanhold. Da haben wir den Ort auch entdeckt. Okay. Ja, Töne gehen einfach auf natürliche Art und Weise verloren. Das gehört halt zu dem Spiel dazu. Ah ja, mit einer EMP-Zelle, sehr schön. Oder wie ich sie lieber nenne, ein Freudenwürfel. Aber sonst ist hier, glaube ich, nichts, oder? Ah ja, ist aus dem die Karte. Ja, ist einfach nur ein Bauernhof. Mit Munition in zerfallenen Häusern. Ja, da gibt es einige Munition, das ist gar nicht so schlecht. Ja, in Anführungsstrichen. Und einige leider auch in Anführungsstrichen. Was habe ich jetzt genommen? Ich glaube, es war ein Sanitäterpaket. Da liegt ein Tank. Ah ja, guck mal, ein Keller. Ist hier noch was in dem Keller? Und was? Ja, unsichtbare Wände gibt es hier. Ganz klar. Ja, warte mal, du kannst erstmal den Wegpunkt entfernen. Ja, die Tanks, die Gastanks sind natürlich noch intakt, das ist klar.
Also generell die Drucktanks. Die Gastanks halt. So, wie sieht's aus? Ist irgendwie weiterhin extrem neblig. Naja, nee, danke. Hey Tank, hast du noch was für uns? Ja. Mehr als ein paar zerfletterte Runner gibt's hier nicht zu durchsuchen. Und es sind ein bisschen mehr als nur ein paar. Tatsächlich. Ja. Ich guck mal, ob Lila Swanhult was bietet. Ah, da vorne ist der Harvester. Ja, es soll ein Liebesbrief hier sein. Hier drüben anscheinend. Direkt beim Harvester, okay. Achso, du bist komplett im Grauchmodus. Ist auch nur ein Proto-Harvester. Geht er jetzt oder was macht er jetzt? Er scheint zu gehen. Warum ist er so weit draußen? Ah, da vorne ist jemand tatsächlich da. Und da schwebt der Liebesbrief. Halt! Meine Wärme. Sammelgegenstände. Da ist es. Was auch immer. Endlich ist es soweit. Ich habe meine Flugtickets endlich abbezahlt. Meine Freunde hier in Sao Paulo schütteln den Kopf, weil ich so einen kalten Winter in Kauf nehme, wo ich doch hier in der Wärme bleiben könnte. Sie verstehen einfach nicht, dass meine Wärme du bist. Naja, und außerdem liebe ich den Schnee. Kannst du ein paar extra Canelbulla besorgen, wenn ich komme. Ich bringe Kaffee mit, den guten brasilianischen. Ciao, Antonia. Naja. Das war also... Welches ist das? Lila Swanhult. Ja, das sind hier keine Bauernhöfe weiter. Das sind einfach nur so Befestigungsanlagen oder möchte gern Befestigungsanlagen, muss man präziser sagen. der nächste Bauernhof wäre hier vorne. Dann ist natürlich der Krater selber auch interessant. Das heißt, wir gehen mal nach Stura Dyrbu. So, ja, hier gibt es tatsächlich eine Munitionsbastelstation. Das ist gar nicht mal so schlecht. Weil, ja. Das waren jetzt wie viele? 450, 600? Okay, machen wir 750. Dann heißt das AI-76 wieder her. Und ja, ich müsste wahrscheinlich wirklich mal Munition auseinandernehmen, wenn wir irgendwas haben halt. Okay, ich habe jetzt mal alle Munition genommen und wir können nicht laufen. Gott. Alles klar, so funktioniert das leider nicht. Schade. Dann können die da bleiben. Die lassen wir natürlich da, das ist klar. Halt, was ist hier drin? Nichts. Es ist noch nicht nachgespawnt. Ja, so wirklich viel war das jetzt nicht, aber wir brauchen auch den Sprengstoff letzten Endes, wenn wir halt die 7.62 Vollmantelmunition basteln wollen. Okay, das ist zu viel Munition.
Oder gesamt eigentlich zu viel Gewicht, 62 Kilo. Okay, dann müssen wir noch mal durch diese Dinger durch. Also wirklich viel bringt das halt auch nicht. Ja, der Nebel, der hört heute scheint auch nicht mehr auf. Nehmen wir jetzt die I-76 mit oder die, ach komm, ich lasse die gepisst jetzt da. Das ist einfach so die Notfallwaffe, wenn es mit der I-76 mal wieder knapp wird. Das ist ganz einfach. Okay, alles klar. Dann ab auf die Karte, und zwar wir wollen hier, wir können ja mal, ja gut, bei dem Nebel will ich eigentlich nicht in den Bogen, in den Krater. Ja, wie es vorkommt. Man sieht ja wirklich gar nichts. Da ist doch nichts neu gespawnt hier. So. Was macht er denn da vorne? Ich glaube, er rennt einfach gerne. Naja, Hunter sind da drüben zu vernehmen. Tja, viel verstecken ist hier halt nicht. Wenn das ein Militärtank ist, dann ist das echt sau eklig. Ich meine, wenn du die Waffe mal runter hast, wenn dir die bei Aufschlag diesen Explosivschaden macht, dann kannst du den relativ easy auseinandernehmen, aber ansonsten, das Ding ist echt übel. Steht da. Das ist ein Schnicks, okay. Ich will aber trotzdem unsere Position nicht verraten. Ich weiß nicht, warum er da hingerannt ist, aber anscheinend ist es für ihn sehr interessant, dort jetzt herumzustehen. Nebel hat sich dann doch mal gelichtet, das ist sehr erfreulich. Dann gucken wir mal. Was bei der 1 ist. Huch, da hinten gewittert es noch echt. Was ist das da vorne? Ist das schon der Flughafen? Ah ja, tatsächlich. So, wenn wir jetzt hier rauskommen. Kurzer Schwenk. Da ist aber nichts. Also da vorne ist halt so ein... Ja, es ist wieder ein kaputter Bauernhof. Bleib mal lieber da drauf. Das ist dann doch für die Ferne ein bisschen besser. Tja. Ja, das heißt natürlich auch, dass Generation Zero erstmal wieder nicht weiterentwickelt wird. Ja gut, sie sind an Waffen dran und das soll wohl, wenn ich das so richtig kapiert habe, soll das wieder ein DLC werden, den sie als nächstes bringen. Da kann ich dann auch nur sagen, so langsam ist mit Waffen-DLCs echt genug. Brauche nicht 500 Waffen in einem Spiel, was im Prinzip mit 3 oder 4 Waffen komplett durchzuspielen ist. Ich weiß auch nicht, warum man immer noch mehr Waffen braucht. Das verstehe ich halt nicht. Das Spiel ist ja nicht... Also ich meine... Ich habe, wovon ich halt immer gerne rede und da sind ja auch einige auf der Linie, wäre halt ein echtes Scharfschützengewehr. Also nicht jetzt wie jetzt halt, dass wir ein Jagdgewehr haben. Was du natürlich
im Kampf auch verwenden kannst, sondern halt, was halt von echten Scharfschützen verwendet wurde. Altorb. Heiß der Bauernhof. Hier gibt es auch wieder einen Sammelgegenstand. Naja, natürlich. Das einzige Haus, was hier gibt, da liegen Bretter davor. Ja. Ein Sanitäterpaket. Eine Gasmaske, die wir nicht verwenden. Aber ich finde es auch okay, wenn es nicht kommt, weil ich mir letzten Endes sage, du kannst das Spiel damit spielen. Das ist jetzt nicht unbedingt schlimmer. Vielleicht würde es auch zu leicht werden dadurch. Da müssen wir wahrscheinlich dann wieder auf Guerilla gehen. Und Guerilla ist halt wieder so ein Sprung, sozusagen, in der Schwierigkeit, dass du da relativ schnell dann wahrscheinlich dann der Meinung bist, das sei doch nichts. Geh und wieder zurückgehst halt. Ah ja. So. Munition, Holz, mehr nicht. Ja, Holz, das sieht man ja. Aber es muss Balsaholz sein. Auf jeden Fall. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den Sammelgegenstand auch so finden oder ob man da wieder Hilfe braucht. Ach, guck mal. Ab in die Hocke. Rennballschläger in Blau. Könnte sein, dass wir den schon da haben, aber das weiß ich nicht. Achso, die Axt kannst du nicht nehmen. Hm. Aber hier ist jetzt kein Sammelgegenstand zu sehen. Das sind auch nur Kisten. Mit Munition. Ach, das ist wieder. Okay. Das ist wieder diese Hüpfgeschichte, wo man halt parkourmäßig irgendwie. Ja, genau. Dalaf Hast. Die Kassette, okay. Dann streiche ich das mal raus. Gut. Hätten wir das. Achso, da kommst du so nicht durch. Okay, Altorb. Das ist halt wieder ein bisschen knifflig, darüber zu kommen. Vielleicht kann man irgendwie so den Punkt anpeilen. Dass wir uns vielleicht den Bunker mal bei Tag anschauen. Nee, hier ist nichts weiter. Okay. Na gut. Ja, ich frage mich, wo das ganze Gestrüpp herkommt. Das ist für mich ein bisschen verwunderlich. Es war ja eigentlich so Acker wie hier. Und jetzt auf einmal haufenweise Gestrüpp da. Das ist der Ackerunterbau, besteht aus Gestrüpp. Wahrscheinlich. Das überdecken sie dann mit Erde und das ist dann der Acker. Naja, ich höre schon wieder Hunter irgendwo. Ja, da drüben sind sie. Vier, okay. Kleinen Bogen laufen. Das ist ein Baum. Okay, kein, nicht direkt in den Hunter reinlaufen. Ja, ich habe die Qualität der ganzen Dinge, Grafikdinge, wo es halt ging, von Ultra auf Hoch etwas runtergesetzt, weil wir in der letzten Folge ein bisschen arg mit Frameraten zu kämpfen hatten. Obwohl die Grafikkarte nur so knapp maximal bis 80% ging in der Gesamtauslastung. Ich glaube eher, dass das wahrscheinlich ein anderes Problem hat als so, Relais-Antenne. Ach, deswegen der Harvester dort, okay. Ja, ne, müsste noch mal nach Lilla Dürbu, genau. Da gibt es nämlich auch noch einen Sammelgegenstand. Wir hatten damals nach dem 7.62mm Bauplan gesucht. Fälschlicherweise hatte ich Plus mit Minus vertauscht. Und dann waren wir natürlich an der falschen Stelle.
was lustigerweise auch wieder ein Bauernhof war. Und dann aber den Sammelgegenstand dort vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich weiß nur, dass es einen dort gab. Ah, das entsetzt das Fasterburg ist da drüben, okay. Okay, hier hört man wieder irgendwo potenzielle Maschinen. Ist aber nichts zu sehen. Ah ja. Okay, gut. Na gut, dann... Ach, die Leaks sind diesen rausgefallen, deswegen. Das war wohl der örtliche Schrottplatz hier. Hä? Achso. Ist was drin? Nö. Aber fragt sich ja schon, wo die ganzen Autos herkommen. Na gut, wir sammeln trotzdem immer noch mehr Adrenalinspritzen, als wir sie einsetzen müssen. Und da bin ich auch nicht ganz traurig drum. Okay, dann. Ja, okay. Gut. Ja, okay, gut. Hallo. Drumherum kraucheln, Junge. Was ist das eigentlich für ein Haus hier im Berg? Das ist ein Eingang zu einem Bunker. Echt? Da haben sich einige niedergelassen. Radio gehört. Hallo? Hallo? Ja, okay, gut. Dann halt nicht. Ja, nee, so viel brauche ich nicht. Ach, du kommst ja gar nicht rein. Haben sie mit der Axt versucht und haben dann festgestellt, Axt gegen Metall funktioniert nicht so gut. Ja, irgendwo höre ich einen Sucher. Ich weiß aber nicht, wo. Achso, die Lampen haben sie nur platziert hier aus. Unlock. Gründen. Ja, das ist alles doch Stura Dürbu da oben. Der tuckert anscheinend da unten irgendwo rum. Sieht ihn aber nicht. Na gut, macht nix. Das ist der Kraterrand. In Deutschland gibt es ja auch einen nicht ganz so super alten Krater. Die sind natürlich durch die ganze Erosionsgeschichte, geht die dann halt irgendwann die Informationen verloren. Was die ganzen Merkmale betrifft. Sammelgegenstände und Relaisantenne. Ja, die Relaisantenne lasse ich aber. Ja, das Nördlinger Ries. Sehr interessant. Also aus geologischer Sicht auf jeden Fall. Das ist schon faszinierend. Wir haben da mal eine Exkursion hingemacht. Haben uns da halt das Gestein vor Ort angeschaut. Und dann gibt es da natürlich auch das Nördlinger Ries Museum. Wo du dann das Ganze halt ein bisschen auch nochmal erklärt bekommst. Ich glaube, der ist irgendwie 150 Millionen Jahre alt oder so. Ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Schon nicht mehr so jung, aber... Ach so, das ist gar kein... Das ist keine Zeltplaner. Guck mal, ja, lecker. Grüne Farbe.
Ja, faszinierend an dem Ganzen, vor allem dann aus mineralogischer Sicht, ist halt, wie die Minerale ihre Struktur halt verlieren durch den Schock. Bitte was? Aha. Apropos Spike. Ich hab's doch schon reduziert. Wir sind Lauf bei 56%. Willst du mich verarschen? Na gut, das ist aber durch Windows. Das muss man fairerweise dazu sagen. Ja, nee, danke. Das haben wir schon in Blau. Das ist tatsächlich jetzt nicht, dass Avalanche da irgendwie ein Update gefahren hat. Das ist durch Windows selber. Andere Spiele sind besser geworden und das ist halt schlechter geworden. Toll. Ja, hey. Wie viel Giftschaden nimmst du da, wenn du da durchgehst? Ja, ein bisschen nur. Krater von Skinnabuel. Ja, es gibt ja so, also Mineralogen schauen sich ja Gesteinsdünnschliffe, nennt sich das an. Das sind halt wirklich schon toll. Zweites grünes Granatgewehr. Da ist er, okay. Ja, ich habe jetzt einfach mal die Alt-Taste gedrückt, dass der Junge da mal wirklich noch ein bisschen stabilisiert. Das hilft tatsächlich schon. Das muss man wirklich sagen. Ja, die sind auf 25 Mikrometer, werden die runtergeschliffen. Also wirklich, wirklich dünn. Und dann kannst du durch Minerale durchgucken, bis auf Erze. Erze sind opak, da kannst du nicht durchgucken, ist egal. Also musst du schon, da musst du wirklich extrem dünn schleifen, dann hast du auch gar keine Informationen mehr. Irgendwo ist noch ein Sucher. Aber außerhalb eher. Und dann kannst du halt, dann siehst du halt die Minerale, du siehst halt dann auch Einschlüsse in den Mineralen zum Beispiel und kannst halt was zu der Geschichte des Gesteins halt was sagen. So, schade. Hast rein erwischt, aber trotzdem nichts. Und du siehst halt auch, es gibt da halt verschiedene Merkmale, die du halt hast. Wir haben da halt so richtige Kurse gemacht im Studium, wo du dann das halt identifizieren kannst. Was ist für ein Mineral? Wie ist es orientiert, wenn du dann halt zum Beispiel mit magnetischen Elementen versehene Minerale halt hast? Dann kannst du, wenn du da die Orientierung nimmst, sozusagen festhältst, wo du das Gestein halt aus dem Berg geholt hast, dann kannst du manchmal feststellen, auch wenn du halt weißt, in welchem Zeitalter das war, dann kannst du halt auch noch genauer feststellen und das vielleicht noch weiter definieren. Und ja, das Gestein in so Kratern, also die Minerale in so Kratern, die sind halt geschockt. Die haben halt nicht mehr ihre Struktur, sondern die sind wirklich kribbelbunt. Normalerweise hast du halt immer eine ganz spezifische Farbe und Ausrichtung der Struktur und bei Geschockten ist es halt einfach kreuz und quer. So, noch ein Granatgewehr. Nein, aber noch weitere schrottige Munition. So, das ist der... Das müsste jetzt der Oberrivale sein. Der Reaper. Bauplan. Das ist dann hier der Boss-Bauplan. Da gibt es ja nur einen. Dem digitalen Bauplan zufolge wurde die Version des Modells Triebmaschine 90 von Phnix selbst angefertigt. Höchstwahrscheinlich hatte Phnix kurz vor der Katastrophe einen unfertigen, streng geheimen Prototypen seine Gewalt gebracht, der in der VR2-Anlage in der Nähe des Militärstützpunktes Normyra in Entwicklung war und damit begonnen, ihn umzurüsten. Den Codenamen für diesen Prototypen, eines verstärkten Tanks, hatte sich das VR2 einfallen lassen, Limanen, schwedisch für Sensenmann. Es ist nicht bekannt, ob die ABC-Waffen aus Phnix-Umrüstung stammen, da sie den in den Maschinen der Apokalypse-Klasse verbauten durchaus ähnlich sind. Neben radiologischen, biologischen und chemischen Waffen, die, wie sie für die Maschinen der Apokalypse-Klasse typisch sind, verfügt der Tank über spezielle Schildemitter, die in aktivem Zustand jede Art von Schaden abwenden. In besonderen Bedrohungssituationen setzt er zusätzlich eine leistungsstarke, maßgefertigte, thermobarische Waffe ein. Auf dem Bauplan ist auch zu erkennen, dass die Schildemitter große Mengen an Energie benötigen,
und daher nicht zeitgleich mit den Offensivwaffen der Maschine in Betrieb bleiben können. Und das sind die gesamten Waffen, die diese Maschine hat. Das ist schon relativ umfangreich. Das sind halt diese Schildemitter. Das sind so diese mit dem roten Punkt. Hier ist auch einer. Also hast du halt, glaube ich, 4 Stück insgesamt. Und wenn du die halt komplett zerstört hast, dann hat die Maschine sozusagen, schluckt sie den Schaden komplett. Ansonsten halt nur, wenn die halt deaktiviert sind. Bewaffnung Katastrophe. Starre Nix Tick Entsendung. Also Apokalypse-Ticks. Druckwellenstampfattacke, das ist ja bekannt. Biochemisches Gas ist auch bekannt. Strahlenprojektile, das ist nicht so geil. Brandmaschinengewehr ist auch nicht so geil. Waffenabwehrschild, das ist ja das, was wir schon gesagt haben. Und die thermobarische Explosion. Ja, das, jo. Sammelgegenstand 1 von 1. Okay. Dies ist der Krater im Prinzip. Hast du nochmal einen Punkt Schaden genommen? Ah, da hast du nochmal einen Punkt Schaden genommen. Okay. Kappe vorwärts. Ja, die gehört natürlich in so einen Bunker auf jeden Fall rein. Das ist auch das, wo ich als erstes hingehen würde, wenn ich Strickhandschuhe grün suche. So. Naja, wir sammeln hier fleißig Munition. Dies ist klar. Naja, das weiße Wasser. Da haben sie. Hier ist der schwedische Milchvorrat, wird hier gebunkert. Dafür haben sie diesen Bunker eigentlich geschaffen. Für Notlagen, wenn halt die Milch halt mal knapp wird. Oh, 1 bis 4 in Violett. Wenn die Milch halt mal knapp wird, dann können sie hier anzapfen und halt, naja, vergorene Milch halt. Achso, das geht gar nicht auf. Und da geht es nicht weiter. Okay. Hat es aber trotzdem noch festgehalten. Also ist nicht komplett eingebrochen. Ah, schönes Wetterchen. Und das Schöne ist, Sonnenschein kann auch mit nicht großer Hitze einhergehen. Ah, ist relativ ungewöhnlich. Na, leider schon. Wir schauen da nochmal in das Teil rein. Auch noch ein paar Kisten. Was ist das? Ach so. Ah, okay. Gut. Da hinten gibt es noch mehr Kisten. Ja, Munition kann man ja gut bunkern. Das ist zwar in der Summe dann nicht so extrem gehalten. Ja, natürlich. Der gehört auf jeden Fall ein Bunker. Klar. Da merkt man genau, wie das schwedische Militär so unterwegs ist halt. Wenn halt Sieg gefeiert wird, dann muss halt der kurze Faltenrock pink rausgeholt werden. Tja, wir haben keinen Red Away hier. Das ist einfach so ertragen. Die sagen ja immer, wie viel Entwickler es für das Spiel gibt. Es schwankt ja mal die Zahlen, also je nachdem. Es wird halt oftmals lautet die Zahl 30 ungefähr, mal waren es 40, mal sind es sogar 50, mal sind es 40 bis 50, das weiß wohl keiner so genau. Ich habe ja so das Gefühl, dass die proklamierte Zahl, da vorne ist ein Runner, gar nicht so fix ist. Dass das nicht so definiert ist, ihr kümmert euch um das Spiel, sondern dass das, ich sag mal so,
Nebenprojekt ist. Das würde für mich das schon ein bisschen erklären. Okay, das war erstmal wichtig, den Sucher zu erledigen, bevor da der Tank da hinten interessiert wird. Es ist aber noch einer unterwegs, ein Sucher, echt? Tatsächlich. Ja, nicht rocken, hallo. Shit. Wo ist der Sucher? Wo ist der Sucher? Okay. Ja, tschüss, Framerate. Hey, 33%. Die geht echt runter, die Grafikkarte. Ja, toll. 26%. Hey. Achso, wir haben gar keine Waffe auf der 1. Echt? Dann mach das mal. Komm, wir reden weiter. Hallo. Ja. Lilla Türbu. Drüben ist noch einer. Sehr der Hammer. Ja, wir haben ja nichts zum Versteck, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, das Ganze wird mehr oder weniger ein Kampf um ein Haus herum. Hallo. Da wieder hochsprengen. Was ist hier drin? Sven. Okay, ich wollte aber eigentlich das Sturmgewehr hier haben. Und ja, wir müssen natürlich die Munition explizit hinzufügen, weil sonst funktioniert das nicht. Gott. Hi, wo seid ihr denn? Ach, guck mal. Das Tarnhemd. Halt. Ja, ist okay. Toll. Ich hasse Freiluftkämpfe. Okay, ich nehme mal Medikit. Und dann nachher nicht noch die kürzeren ziehen. Hm. Junge. Wo seid ihr denn? Zack, Tank ist ab. Ja, guck mal, hier bin ich. Ach, da drüben, echt? Was ist er denn? Siehst du ihn? Scheint nicht. Eventuell hat er auch die Position gewechselt. Nee, hat er nicht. Okay, irgendwo da hinten ist er anscheinend.
Ja, gib mir mal den Feuermantel, warum eigentlich nicht? Schön, dass es hier auch noch staubt. Ja, komm, hallo. Schnauze da drüben. Wie Kampf eingetreten. 48 Punkte hat der Kampf gebracht. Ja, das klingt auch ungefähr realistisch. Aber wir haben das Tarnhemd gefunden. Okay, dann lass mich das mal aus der Liste streichen. Gut, alles klar. Dann Wegpunkt weg. Und looten. Ja. Kosten, Munition. Ja, wenigstens das Tor funktioniert noch. Ja, das funktioniert natürlich so. Das reicht doch völlig aus. Teilmantel. So, der Hunter. Ja. Oh, das sind ja tolle Sachen. So, Junge. Du Schelm. Natürlich hast du nichts. Ist ja klar. Nein, du bleibst bitte Vollmantel. Ich bin nur aus Versehen draufgekommen. Was ist das? Was ist das? Eine Jagdmaschine, okay. Wir könnten ja mal gucken, ob wir noch ein bisschen nordwärts pushen, wobei ich nicht sicher bin, ob da irgendwas ein Unterschlupf ist, aber wir könnten es zumindest mal versuchen. Das heißt, wir gehen nach... Gehen wir in die Kirche von Wallingen oder machen wir das so? Wir können das eigentlich auch so machen. Warum eigentlich nicht? Weil, ganz ehrlich, ich nur mal zurückzukommen auf diese Anzahl der Leute, die an dem Spiel dran sind. Also wenn ich ganz ehrlich bin, für mich klingt das nicht wirklich... Warte mal, wie ist denn das eigentlich? Ach, das ist gar nicht eingezeichnet, die Burg. Ja, wir waren hier schon. Ich bin mir relativ sicher, dass hier noch nichts neu gespawnt ist. Kann ja mal gucken, mal irgendwas sehen. Wenn wir irgendwas sehen. Ja. Also ganz ehrlich, die bringen momentan alle, keine Ahnung, sagen wir mal 4 Monate, ist ja wohl anscheinend das neue Credo, ein Waffen-DLC. Für 4 Euro. Auf 3 verschiedenen Plattformen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 4 Monaten aus diesen Verkäufen so extrem viel umgesetzt wird, wenn man sich vor allem die Spielerzahlen anschaut, dass das reicht, um damit 30 Programmierer zu bezahlen. Wenn ich ehrlich bin. Jordmann. Okay, dann setzen wir das schon mal aufs Nächste. 100 EP. Weil ich weiß jetzt nicht, was ein Programmierer kostet, aber sag mal, mit allem drum und dran, im Monat vielleicht 10.000 Euro? Weiß nicht, ob das realistisch ist, keine Ahnung.
sind es ja nur 8000, aber ich sag mal, es geht ja um die grobe Hausnummer. Ach, Jortmann ist auch ein Bauplan, echt? Gib mir den mal. Ja, jetzt gib doch hier. Wo ist wieder das Problem? Schleichschuhe. Sehr schön. Ich meine, das macht ja jetzt nicht so den Riesenunterschied. Selbst wenn man jetzt ganz, ganz defensiv rangeht und sagt, mehr als 5000 kostet er nicht im Monat. Also mit allen Kosten halt. Jetzt habe ich doch den Magnesiumfackel genommen. Also den Feuerwerkskörper. Das ist mir zu viel. Ich weiß, dass ich hätte wieder ein... Nein, nee, so viel wie ich nicht. Ich will sie ja nur übertragen. Ach so. Ja, ein paar rauswerfen. Ich meine, selbst wenn man sagt 5000, okay. Was wahrscheinlich sehr niedrig ist. Dann kommst du. Okay, hier ist nichts. Ist wieder ein Haus oder Küche, ja. Apropos, ich habe echt schon wieder tierischen Hunger. Mir schwebt die ganze Zeit auf, seit heute früh. €150.000 im Monat. Bei 30 Programmierern, €5.000. Das mal 4. Also musst du €600.000 umsetzen. Du nimmst ja diese 4 Euro aber nicht komplett ein. Das ist ja nicht so, dass du das Reineinnahmen hast. Du hast vielleicht 2 Euro dann mit allen Abgaben. Also musst du im Prinzip 300.000 DLCs verkaufen. So hoch ist die Spielerzahl nicht. Das können die vergessen. Also gehe ich davon aus, dass das Spiel nur so ein Nebenprojekt ist. Dass das also nicht Vollzeit beschäftigte Entwickler sind, die Vollzeit an dem Projekt sitzen, sondern halt, weil es halt ein Hobbyprojekt ist, sage ich mal, ein Tag in der Woche zum Beispiel. Und ich denke, aus dieser Perspektive macht das dann schon Sinn. Dass man dann sagt, okay, ja, klar, ist ja dann logisch, dass das vielleicht nicht so so rasend schnell entwickelt wird, wie man sich das eigentlich für eine Bude mit 30 Programmierern vorstellen könnte. Ich weiß auch nicht, warum die da nicht so transparent sind. Wahrscheinlich haben sie die Angst, dass sie damit die Spieler verkraulen. Weiß ich nicht. Das würde mich nicht wundern. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass das wirklich Vollzeitbeschäftigte sind. Weil ansonsten müsstest du ja im Prinzip als Unternehmen sagen, okay, ich meine, wir hatten das auch mal eine Weile lang. Das war noch vor Corona, 2019 und 18 in dem Jahr. Oh. Das sind ja viele. Oh, 6 Stück. 6 Gifthainze oder Giftspinnen in dem Fall. Gut. War nur ein Warnschuss. Wo ist denn hier das, was ich vorhin gesehen habe? Wo wir herkommen? Ist das da oben? Könnte sein. Ich weiß, dass Gift hier nicht wirklich viel Sinn macht. Aber vielleicht ja schon. Theoretisch dürften wir jetzt nicht reinkommen. Hallo? Ich steck fest. Eindeutig. Ja. Das ist zu giftig. Genau, ich bin tot. So, kommen wir da inzwischen durch? Ja, inzwischen kommen wir wieder durch.
Okay. Das war Nummer 4. Es dürfte nur noch einer sein. Okay, der ist irgendwo da drüben, steht er. Ja, komm, geh mal raus, geh mal raus. Hallo, ich würde gerne was sehen. Nö. Wo ist er denn? Da. Hat sich gesehen, Junge. Hä? Ah, ist wieder, hat sich wieder bewegt. Ja, du darfst halt nur nicht hier rein. Oh ja, hier ist lecker. Oh, eine schwebende Schubkarre, ist ja der Hammer. Okay. 960 Punkte. Die Streetsmaschine 90B678 ist aufgestiegen auf Level 2. Die geben halt Fettpunkte. Also Munitionspunkte. Okay, Nummer 4. Nummer 5 und 6. Sehr schön. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Generation Zero wirklich mal auf so ein Massenspiel wird. Ich sag mal, wie jetzt zum Beispiel Battlefield oder Call of Duty, was sie sich wahrscheinlich erhofft hat, kann ich mir gut vorstellen. Wir nehmen uns gleich mal da als nächstes das vor. Das Loch im Boden. So wie es aussieht. Alles für eine Autobatterie. Yes. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kopien sie insgesamt verkauft haben. Weil es ist natürlich klar, dass sie immer wieder neue verkauft. Man hört das auch immer wieder mal im Forum, dass dann... Ach, das Dormyra-Bunk, oh Gott. Was? Der Dormyra-Bunker. Ja, der kann eventuell einen Crash verursachen. Immer noch. Tatsächlich immer noch. Also man liest das immer mal wieder, dass dann Leute kommen und sagen, sie haben sich das Spiel jetzt gekauft, haben das gezockt und so weiter und kommen dann mit einer Wall of Text ins Forum. Ja, hier die folgenden Verbesserungsvorschläge habe ich für das Spiel. Sie sind dann höchst empört, wenn man dann sagt, sorry, aber so eine Wall of Text ist echt schwer zu diskutieren und vielleicht das nächste Mal erstmal suchen, ob da nicht schon was in der Richtung vorgeschlagen wurde. Was bist du denn, Junge? Oh, schön, ein Explosiv-Tick. Ja, du musst herkommen, Junge. Nee, es sah nur so aus. Ich glaube, da hinten sind noch welche. Drin. Das dürfte wahrscheinlich Explosiv-Tick sein. Ja, natürlich. Nee, ist es nicht. Hey. Na, ich renn mal weg.
So, wie sieht das hier aus? 3 Schuss hatte er noch. Ah ja, Ranner hängen hier vor der Hütte anscheinend. Ja, hier geht's gerade weiter mit Knirscheln und Knatscheln. Ja, echt gut gemacht mit dem Schlauch, definitiv. Das ist auf jeden Fall feuersicher. Ganz klar. Schön. Wieder einfach mal die Stühle unsichtbare Mauern haben. Ja, hier bin ich. Ist hier sonst irgendwas in dem Bunker? Ein Riese wurde die Verheerung der Brücke von Bu. Ja, die war mal verheert, die war nicht mal weg. Wenn ich jetzt schon mal hier bin, ich schau mal, ob es in dem Stormyra-Bunker irgendwie einen Bauplan oder sowas gibt. Nein, offiziell nicht. Nee. Gehen wir mal lieber den Mäuser. Ist aber keiner da. Wir können ja mal darüber. Ah, ist noch hell geworden. Okay. Keine Ahnung, wo die Runner sind, aber dafür haben wir Hunter. Wieder so Giftzuppen Heinze. Genau. Kommt ihr hinterher? Tja, wenn man das wüsste. So, erstmal rennen mit dir. Oh ja, das ist natürlich hilfreich. Sehr. Doch. Sehr. Der rennt er fast durch die Wand, so er engagiert ist er. Wie bitte was? Die anderen hin? Wie nennt sich dieser Ort eigentlich? Gar nicht, okay. Der heißt gar nicht. Und wir haben die eine von 3 Waffen hier gefunden, okay. In gar nicht. Es sind wieder Russen. Eine AI-76, so gehört sich das. Ja, die Soundanlage direkt daneben.
Gas drin? Nö. So, ganz im Zeichen der EM. Hm? Schwedisches Team. Ist klar. Yes. Genau. So schießt man Tore. Ah ja, ich sehe schon. Das Schießen sehr fertig genommen. Wo waren jetzt wieder die dritte Waffe? Ja, das ist wieder ein Traum. Wahrscheinlich bei dem Traktor vorne. Da irgendwo hier drin zwischen den... Ist doch klar. Ist zwischen den Bäumen. Du musst halt die Bäume genau absuchen. Fünf Vollmantel. Kommen die alle hierher oder was? Nö. Sie klingen näher, als sie sind. In die Narbe. Und Gasdruck, Behälter, den tu mal halt hinten rein. Irokese. So. Komm, gib mir mal. Ja, genau. Genau, bei ihm war ja eine Waffe. Bei ihm sehe ich keine Waffe. Hier hatten wir die Panzerfaust, die PVG. Inventar war schon richtig. Eine graue AI-76, das ist ja Blödsinn. Wahrscheinlich habe ich sie drinnen wieder übersehen. Das würde mich fast nicht wundern. Ja. Alles klar. So, die Waffen zurück. Grau und grau. Panzerwehr haben wir, glaube ich, in blau, aber ich weiß es nicht. So, dann machen wir noch den Harvester platt. Einfach aus, weil es Spaß macht. Das war aber Glück, alter Schwede. Also. Komm ich halt ein Stückchen ran, ist ja auch kein Problem. Ja, das Spiel versucht tatsächlich, die Richtung von einem schon einzuschätzen und schießt dort dorthin. Ist interessant. Ja, sieht man ja. Das funktioniert man diesmal schon. Oh ja, neben dem Traktor vorbei, ist ja der Hammer. Genau, zweiter Harvester. Oh geil, das gibt's. Das ist ne toll. Ich sehe halt von hier aus gar nicht. Das Maul zu voll genommen, ich sehe das schon. Ein Laserboy. Laserboy, yes. Der Laserpunkt ist nur so, okay.
Okay, komm, schnell, 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 schnell. Wo ist der Punkt? Wo ist der Punkt? Ich sehe ihn nicht. Ist zu hell. Hat leider nicht gereicht. Komm, 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 schneller, schneller. Gut, das hat... Guck mal, wer da noch kommt. Ja, komm. Redelund heißt das. Boah, weg mit der scheiß Waffe. Ist ehrlich. Wo ist der andere? Da. Okay, der ist erledigt. Der Wüter ist noch da. Ist relativ sauer. Und eine explosionsfeste Hose, das ist ja cool. Dafür ist eine Jagdmaschine aufgestiegen. Dankbarkeit ist groß. Hey, hey. 16, 12 Punkte. Den hat man schon, okay. Ich glaube aber hier ist noch einiges zu looten. Ja. Okay. Ja, also extrem viele Hunter waren es nicht. So, okay, so. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihn gelootet habe. Ich glaube nämlich nicht. Ein Sucher auch noch, echt. Gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal. Ja, 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 genau. So, da ist der Sucher. Komm, 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 komm. Schneller, schneller, schneller. Bevor er weg ist. Da ist noch einer. Ich hätte gern das Rauchgeschoss nicht, wenn es okay ist. Gut. Yes. Ach, doch ein Prototank, echt. Macht das Sinn? Eigentlich ist die Folge schon lang genug. Wie viel Schuss haben wir noch? Nicht so viel, okay. Vollmantel. Bitte und dann, ah ja, okay. Erst nachladen.
Komm, 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 komm. Was ist die Waffe? Wollte ich jetzt gar nicht. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Ja, genau. Was halt so. Och nö, bitte nicht. Was willst du mich verarschen? Komm. Dann die nachladen. Derweil geht der Tank wieder weg. Nee, er hält die Akku. Okay. Okay. Ja. Ja, da haben wir eins. Sehr schön. Das hatte ich gehofft. Da müssen wir natürlich dann mal in der nächsten Folge gucken. 544 Punkte. Ja, ich gehe lieber hier rein. Ich will jetzt nicht doch den Harvester auch noch anlocken. Dass wir da die Munition entsprechend anpassen. Das ist am Ende, also die Bewaffnung, weil wir wollen natürlich jetzt mit der LG, wenn wir die mitnehmen, die entsprechende der Munition sammelt. Das fliegt raus, aber wir sind da relativ dicht dran. Da kann man sicherlich noch einiges optimieren. Ansonsten heißt es halt weiter. Es ist noch Tag, also wir werden uns hier noch weiter herumtreiben. Da ist Nachtanken die Hauptmission. Da oben ist noch Nebenmission unterwegs. Das ist die Verheerung von Brücke von Bu. Okay, die ist gerade erst aufgestiegen. Missionstechnisch ist jetzt gar nicht tatsächlich erstmal nicht so viel. Weil ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas verpasst. Aber keine Ahnung. Tja. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen guten Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.